Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fauna Marine TV. Heute sind wir in Holzgerlingen bei Extremkorall, und bei mir ist der Claude. Wir wollen heute mal über den Skimbries sprechen. Ja. Und da habe ich dich gebeten, dass du einfach mal ein bisschen was dazu sagst. Relativ neues Produkt. Ja. Und dient zur Stabilisierung bzw. Erhöhung des pH-Wertes. Ja, genau. Und jetzt übergebe ich an dich. Also grundsätzlich neu ist dieses Produkt nicht. Es wird in anderen Märkten wie in den USA schon relativ häufig eingesetzt. Da geht es darum, dass man über einen Atemkalk und einen speziellen Reaktor das CO2 aus der Atemluft entnimmt und damit der Eiweißabschäumer CO2-freie Luft bekommt. Die CO2-Geschichte ist halt in Wohnräumen in der Regel immer höher, als es draußen an der frischen Luft ist, einfach durch das, dass wir halt auch leben drin. Und die Eiweißabschäumer stehen tief, haben eine entsprechende tiefe Luftansaugung und dadurch ist der CO2-Gehalt meistens etwas höher, also oftmals doppelt oder sogar noch drüber. Ja, wir veratmen ja im Prinzip. Genau. Je mehr Personen sich in einem Raum aufhalten, desto niedriger dürfte zum Schluss der pH-Wert werden. Und im Winter meistens ein bisschen mehr wie im Sommer, wenn man natürlich auch weniger lüftet. Ja. Und das hat zur Folge, dass sich dann im Wasser Kohlensäure bildet. Und diese Kohlensäure, die zieht das Wasser vom pH-Wert runter. Jetzt ist das prinzipiell erstmal betrachtet ja erstmal nicht so ein Riesenproblem. Langfristig aber hat niedriger pH-Wert natürlich dieses Problem, dass sich gebundene Nährstoffe wieder relativ schnell wieder lösen und auch ein verstärkter Algenwuchs zu beobachten ist. Und jetzt gibt es eine relativ einfache Methode, das CO2 eben aus dem Becken wieder zu kriegen oder einen Teil davon, man kriegt nicht alles raus, indem man die Luft, die dem Eiweißabschäumer zugeführt wird, von CO2 befreit und reinigt. Und das macht man zum Beispiel mit so einem Reaktor. Ich zeige euch jetzt mal, das ist jetzt das kleine Modell mit etwa 1 Liter Inhalt. Das reicht für die meisten Abschäumer, die 500 Liter, 800 Liter Luftleistung haben. Etwa 6 Wochen kann man damit arbeiten und das befüllt man mit diesem Skimbries-Material. Also das jetzt, wie ihr seht, in dem Reaktor haben wir unten eine große Ansaugfläche, sodass das Material durchgängig beströmt wird. Ich zeige euch jetzt mal, wie das Material aussieht und befüllen mal so einen Reaktor. Also wir haben hier einen patentierten Klemmdeckel, der sehr schnell und einfach aufgesetzt werden kann. Zudem gibt es im Lieferumfang verschiedene Schlauchadapter, die einfach in den Deckel eingebaut werden können, sodass ihr dann hier auf jeden Fall euren Eiweißabschäumer anschließen könnt. Die Schläuche, die nimmt eigentlich die an den Eiweißabschäumer sind oder verlängert die mit ganz normalen PVC-Schläuchen. Ich wollte gerade sagen, wird am Abschäumer abgeschlossen. Erkennen, wann das Material erschöpft ist, wolltest du bestimmt auch noch erwähnen. Das kommt gleich noch. Kommst du gleich? Okay. So. Wann ist denn für dich ein pH-Wert zu niedrig? Wann würdest du denn sagen, ist es, ich meine, der schwankt ja sowieso von morgens auf abends. Aber was sind so die Werte, die ein Aquarianer eigentlich auch einhalten sollte? Also das, was wir im Labor messen, ist halt sehr häufig, dass wir Werte haben, so um 7,7 bis 8,1. Und das Problem an dieser Schwankung ist, dass wir ja eine Potenzierung der Säuren haben. Also wenn sich der pH-Wert um 0,5 verringert, haben wir auch 5-mal so viel Säuren im System, als wenn er stabil wäre. Ja. Und im Meerwasser haben wir halt eben genau die Situation in den Riffen, da ist der pH-Wert immer stabil, Tag und Nacht, da gibt es keine Schwankung. Und um die Schwankung zu verhindern, dient der Atemkalk auch dazu. Das heißt also, Skimbries sorgt einfach dafür auch, dass die Schwankung geringer wird. Das ist ein Effekt, der dauert etwas länger. Also zuerst beim Einsatz wird man den Effekt haben, dass der pH-Wert langsam ansteigt, in der Regel um 0,3 bis 0,4, je nach Beckengröße und Besatz natürlich. Und auf der anderen Seite aber wird der pH-Swing, der im Laufe der Zeit in so einem Becken entsteht, wird immer niedriger, sodass er nur noch bei 0,1, 0,2 liegt und eben nicht mehr bei 0,5, wie das bei vielen Becken üblicherweise dann der Fall ist. So, wenn wir den jetzt, das ist eigentlich relativ easy zum Befüllen. Also ich meine, der positive Effekt wäre ja zum Schluss, dass meine Korallen deutlich schneller wachsen, was natürlich aber auch dann wahrscheinlich mehr Calcium und Co. benötigt, richtig? Ja, definitiv. Oder? Genau, man hat schon diese Funktion, dass mit dem höheren pH-Wert die Kalzifizierung besser ist. Ja. Und wenn man jetzt die Verhältnisse im Becken, also die Salinitätslinie nennen wir das, also wenn die Salinität, Magnesium, Calcium, Carbonat hätte, sauber eingestellt ist und nicht zu hoch eingestellt ist, dann hat man auch ein stabileres Milieu. Das heißt, letztendlich braucht man zwar mehr Calcium und Carbonathärte, hängt aber damit zusammen, dass man einen höheren Verbrauch hat. Ja. Der höhere Verbrauch in
es sorgt auch dafür, dass man einen höheren Export hat. Das heißt, die Nährstoffe werden in die Biomasse gebildet und sie gehen jetzt nicht in Algen oder in Bakterien über oder müssen dann wieder von Eiweißabschaum exportiert werden. Das ist das, was ich halt gelesen habe bei vielen. Es wurde ja auf Facebook-Gruppen diskutiert und bei allen war eigentlich zum Schluss, die das vernünftig gemacht haben, dass das Wachstum exorbitant gestiegen ist. Ja. Also es ist wirklich so, also dass die Korallen halt richtig angeschoben haben. Ne? Das liegt an einem bestimmten Verhältnis der Kalkwerte, das nennt man dann Argonit-Sättigungspunkt. Je näher wir an einem bestimmten Verhältnis liegen, umso einfacher für die Koralle, also ich muss weniger Energie aufwenden, um Kalk überhaupt bilden zu können. Also wenn die sonstigen Parameter alle stimmen, dann hat man auch ein entsprechendes Wachstum. Entsprechendes Wachstum heißt Umwandlung von Energie in Biomasse und wenn es in der Koralle gebunden ist, steht es halt eben nicht mehr zur Verfügung. Das ist anders, wenn ich es in Biofilme gespeichert habe, dann entstehen diese Depots und diese Depotwirkung, die löst sich halt dann oder die ist umso höher, je niedriger der pH-Wert ist. Ja, das ist dann das Problem, dass sich bei hohen pH-Werten sind die Depots relativ festgebunden, geht der pH-Wert runter, wird PO4 wieder plus die entsprechenden Grundelemente wieder ins Riff wieder ausgelöst. Und so hat die Koralle jetzt nicht nur einen unterschiedlichen pH-Wert, sondern sie hat praktisch morgens einen hohen PO4 und abends hat sie einen niedrigen. Kann jeder zu Hause mal gut messen, indem er wirklich mal ganz explizit morgens einen PO4-Test macht und abends. Und um das zu vermeiden, dass wir diese ganzen Wechsel haben in den Wasserwerten drin, deswegen setzen wir halt auch zum Beispiel bei uns im Schaubecken immer wieder und auch gerne dieses Gimbris-Material ein. Aktuell ist es so, dass es ein Einweggranulat ist, das kann also nicht regeneriert werden. Und der Verbrauch, der zeichnet sich dadurch ab, dass über die breite Ansaugung verfärbt sich das Material langsam violett. Auch wenn es eine leichte Violettfärbung hat, bindet es immer noch CO2. Das heißt also, die eigentliche Kontrolle findet über den pH-Wert statt. Erst wenn der pH-Wert wieder deutlich absinkt, und deutlich heißt 0,2, 0,3, dann erst muss man das Material wechseln. Also die ersten Anzeichen des Violetten heißen in der Regel noch nicht, dass es dann durch ist. Es beginnt so etwa nach 4 Wochen, dann kann man in der Regel noch mal 2 Wochen laufen lassen, wenn man mal ein durchschnittliches 500 Liter Aquarium oder ein 600, 700 Liter Becken mit einem durchschnittlichen Eiweißabschaumer geht. Welche Größen hast du die? Genau. Für die Großbecken, also wir benutzen hier ja zum Beispiel Royal 300er, die haben natürlich so einen Durchzug, dass die so eine Kartusche hier in der Woche platt machen. Da haben wir dann auch noch größere Behälter, die wir alle in Deutschland fertigen und auch aus Plexiglas, sodass sie eigentlich für die Daueranwendung gedacht sind. Ja, also das ist uns eigentlich auch wichtig, dass es wirklich Hand und Fuß hat und auch ein fester Körper dann ist, zu der Befüllung einfach und zu reinigen. Wie schon gesagt, haben wir oben diesen Deckel dann dabei. Bei den Großmodellen, es geht dann bis zu 4 Liter. Theoretisch kann man es noch größer machen, aber der Royal 300er mit dem 4 Liter, der hält bei uns auch etwa 4 bis 6 Wochen und das ist dann auch okay von der Zeit her. Es gibt dann auch natürlich Großabnahme-Packungen, sodass es jetzt nicht unbedingt gerade bei den kleinen 500 Milliliter Döschen bleibt. Das macht dann keinen Sinn. Also es gibt dann auch die Großpackungen. Kann man sich dann bei euch auf der Seite entsprechend noch informieren, welche Verpackungseinheiten es gibt. Als Material her nutzen wir, es gibt viele Arten Kalk. Also es gibt technische, es gibt kleine Würstchen, es gibt diese aktivierten, die haben auch etwas unterschiedliche Bindekapazitäten. Da hängt es einfach davon ab, dass man optimalen Durchfluss erreicht, damit es nicht zu schnell durchgeht, auch nicht zu langsam durchgeht. Da muss man ein bisschen experimentieren zu Hause, wie es am besten geht. Die häufigste Frage, die immer wieder dazu kommt, ist die Ozonzugabe. In der Regel wird immer so angeschlossen, dass ich also den Hauptschlauch hier anziehe und lasse dann im Bypass noch Ozon danach zu. Also es ist überhaupt gar kein Problem, es gleichzeitig mit Ozon zu betreiben. Ansonsten gibt es eigentlich keine negativen Auswirkungen aufs Aquarium durch die Tatsache, dass ich ja im Wasser selber nichts ändere. Ich mache auch das Becken nicht CO2-frei. Ja. Im Aquarium selber wird nach wie vor CO2 gebildet und ich habe auch nach wie vor den CO2-Eintrag durch die Wasseroberfläche. Ja. Ich reduziere nur den Effekt des Eiweißabschäumers, der eine viel größere Wasseroberfläche generiert. Mehr ist nicht. Ja? Ja. So, also ein Teil des CO2 bleibt drin. Die meisten Becken, seit wir das hier auf dem Markt haben, sind doch einige 100, wenn nicht 1000 Becken mittlerweile damit ausgestattet. Die meisten stabilisieren sich so dann bei 8,2 bis 8,4. Manche müssen weniger, 8,1, 8,3. Aber das ist eigentlich so ein optimaler Wert, den man eigentlich ruhig halten kann. Für Becken, die das schon von Grund auf haben,
weil eben gute Belüftung ansteht oder weil der Eiweißabschäumer von außen mit Frischluft versorgt wird, da muss man das auch nicht installieren. Also es ist nicht immer grundsätzlich notwendig, nur weil es ein Produkt gibt, es auch immer prinzipiell einzusetzen. Also es ist einfach für die Bereiche, wo ich einen niedrigen pH-Wert habe und bevor ich jetzt mit Kalkwasser oder bevor ich jetzt mit pH-Plus Flüssigkeiten rangehe, die immer auch noch einen negativen Effekt haben können, gehe ich dann halt lieber von außen ran und habe dann eine gute Funktion plus auch eine deutlich verstärkte Abschäumung, die sich dann einfach mit dem Material dann auch ergibt. Super. Gut. Sage ich herzlichen Dank. Das war es von uns zum Skimfreeze. Und ja, wir hoffen, ihr hattet Spaß an der Erklärung von Claude. Gehe ich von aus. Er macht das immer, finde ich, sehr gut. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Happy Reefing an alle. Tschüss. Tschüss.